Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Montag. Wenn die Nachrichten wieder von gescheiterten Sportschau-Moderatorinnen gemacht werden, dann ist es wieder soweit. Es wurde irgendwo gewählt. Dieses Mal in Hessen und die Krise für Horst Seehofer verschärft sich. Die CSU ist nicht mal in den Landtag gekommen. Ansonsten haben viele Menschen grün gewählt. Klar, man will ja das Moralkonto wieder ein bisschen füttern, wenn man überlegt, wo die nächste Kreuzfahrt hingehen soll. SPD und CDU haben mit der Strategie Never Change a Losing Team erstaunlicherweise keinen Erfolg gehabt. Dabei haben sie in letzter Zeit so sehr auf diese Taktik gesetzt. Was gibt es sonst noch zur Wahl zu sagen? Lars Klingbeil musste nicht schwitzen. Und bei der SPD ist das Selbstvertrauen offenbar so sehr gesunken, dass man sich nicht mal mehr traut, das erste deutsche Fernsehen zu gucken. Man ist schon auf das zweite deutsche Fernsehen abgesagt. Noch 3 Wahlen und die gucken ProSieben. Wer braucht da schon Palmstrände? Christine Becker über deutsche Reize. Wir können Deutsch sprechen als Schweizer, das ist ziemlich easy für uns. Es war einfach günstig. In den USA waren in den letzten Tagen mehr Bomben unterwegs als über jemenitischen Kindergärten. Und das soll was heißen. Denn ein großer Trump-Fan, ein tendenziell zu großer Trump-Fan, hat mehrere Paketbomben an einflussreiche liberale Menschen und Institutionen verteilt. Paketbombe oder wie Humans of Late Capitalism sagen, Wish-Bestellung. Die Bomben gingen an Familie Clinton, an Familie Obama, an CNN, an Joe Biden, an Robert De Niro und viele weitere. Aber bei niemandem von denen ist die Bombe hochgegangen. Allerdings sind bei allen 3 Straßen weiter kleine Geschäfte explodiert. Ja, die Pakete wurden von Hermes zugestellt. Ja, nicht immer nur über Hermes meckern. Immer gemeine Witze über Hermes machen nach dem Motto, bevor die das Paket verschicken, kann ich auch direkt zu Amazon fahren ins Lager. Das ist bestimmt näher dran als die Nachbarn, an denen Hermes das Paket liefert. Aber wenn es dann um Paketbomben geht, ne, dann wollt ihr auf einmal alle, dass das von Hermes zugestellt wird oder was? Also so geht das nicht. Da muss man sich schon entscheiden. Ich laufe lieber ein paar Meter für meinen Nasenhaarentferner, wenn dafür im Ernstfall auch der Nachbar explodiert. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Wo fängt man an? Und wo hört man auf? Irgendwie ist es ganz schön groß, dieses Deutschland. Im Meer ist so viel Plastik. Es gibt mittlerweile schon die ersten Unterwasser-Teusser-Ass-Filialen. Es ist wirklich schlimm. Plastik ohne Ende. In den Ozeanen ist so viel Plastik. Auf dem Seeweg von Rotterdam nach New York findet man 90 Indoor-Spielplätze, 120 Bällebäder, 700 volle Pfandautomaten und alle Ex-Frauen von Lothar Matthäus. Ja, und ihr dachtet, für Sexismus müsst ihr Kristall gucken. Ne, den gibt's auch hier. Die EU möchte jetzt einige Einwegprodukte aus Plastik verbieten. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Zum Beispiel Einweggeschirr, Strohhalme, Q-Tips oder den King des Monats. Bevor sich jetzt alle aufregen und sagen, was soll das, die bei der EU, die haben doch den Arsch offen. Soll ich jetzt auch noch Geschirr abwaschen oder was? Beruhigt euch, bringt eure Mistgabeln wieder in den Keller zurück. Die EU betont ausdrücklich für die gute Stimmung. Luftballons bleiben erlaubt. Allerdings, und das macht mir sehr große Sorgen, hat sich die EU noch nicht zur Zukunft von Wasserbomben geäußert. Das könnte noch problematisch werden. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.